Willkommen zum ersten Anleitungsvideo Textverarbeitung mit LibreOffice.org. LibreOffice, die Open Source, das Open Source Office Paket besteht aus einer Reihe von Programmen, deswegen Programmpaket, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Folienpräsentation, Grafik, Formeleditor und Datenbank. Wir wollen uns heute insbesondere einführend mit der Textverarbeitung beschäftigen, deswegen starte ich das schon mal. Das Programmfenster zeigt uns wie immer die Titelzeile mit dem Programmnamen, mit dem Namen, unter dem die Daten im Arbeitsbereich dann als Datei auf die Festplatte gespeichert werden. Die Standardbuttons minimieren, maximieren, verkleinern. Maximieren heißt Vollbild, das heißt, der gesamte Bildschirm wird vom Programmfenster eingenommen. Verkleinern heißt wieder Fenstermodus herstellen. Minimieren heißt, wir sehen es ja auch an dem Strich, das Fenster in die Taskleiste bzw. Superbar zu verkleinern. Hier schließen wir das Programm. Übrigens, maximieren und verkleinern kann man auch mit einem Doppelklick auf die Titelzeile erreichen. Probiert es ruhig mal aus. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Menü, die Menüzeile. Im Menü sind alle Funktionen, die das Programm bietet, vereint. Das heißt also, wenn ich mir hier einen Überblick verschaffe, dann habe ich natürlich wesentlich mehr erreicht, als wenn ich mir nur die Symbole in der Symbolleiste angucke. Zur Bedienung des Menüs. Beim Menü finden wir also kleine Dreiecke, das heißt, hier klappt ein Untermenü auf, Untermenüteil. Hier diese Untermenüteile sind also Schalter, klicke ich drauf, verschwindet die Leiste. Ich kann sie natürlich jederzeit wieder einschalten. Ja, dann zu beachten auf jeden Fall hier auch diese Shortcuts oder Tastenkombinationen bzw. Tasten, mit denen ich ohne das Menü zu öffnen diese Funktion erreichen kann. Interessant dann noch zum Beispiel Menüpunkte mit drei Punkten am Ende. Klicke ich diese an, öffnet sich ein kleines Dialogfenster, eventuell mit mehreren Tabs, Registern oder Reitern, wie sie auch genannt werden, um alle Funktionen übersichtlich erreichen zu können, anschauen zu können. Gut, so viel zur Bedienung mit dem Menü. Kommen wir nun zu den Symbolleisten. Die Symbolleisten sind symbolisiert durch eine solche kleine Punktelinie. Wir haben mehrere hier, wie wir sehen, 1, 2 und auch noch hier unten 3. Sekunde mal, ich möchte hier noch die wichtigste Leiste mitmachen. So. Ja, die lassen sich also abreißen. Man kann sie natürlich auch wieder andocken. Beachtet den grauen Rahmen im Hintergrund. Man kann sie auch seitlich andocken. Abreißen. Andocken. Rechte Maustaste auf diese Leiste zeigt die Symbole. Hier könnte man weitere Schaltflächen in die Symbolleiste aufnehmen. Die ausgegrauten Schaltflächen sind also noch gar nicht dargestellt. Hier könnte man die Symbolleiste sogar komplett anpassen und so weiter. Probiert das ruhig mal aus. Die Symbolleisten sind also ein wichtiger Bedienungsbestandteil, insbesondere für das Arbeiten mit der Maus. Einen schnellen Überblick erhält man, wenn man sich die Tooltips einmal anschaut, die hier beim Zeigen auf ein Symbol dargestellt werden. In den Symbolleisten sind bei weitem nicht alle Funktionen des Programms erreichbar. Wie gesagt, dazu müsste man das Hauptmenü bemühen. Dann ganz unten finden wir die Statuszeile. Hier sind verschiedene Zustände, Stati oder ein Status, ja, welche Rechtschreibkontrolle. Dann hier die
Darstellung der Seiten im Fenster, wenn es verkleinert wird. Hier zum Beispiel die Zoom-Einstellung, die sich auch anderweitig ändern lässt, zum Beispiel mit den Tasten oder bei gedrückter Steuerungstaste mit dem Rollen am Mausrad. Gut, dann haben wir hier den Arbeitsbereich, das ist der Hauptbereich des Programms. Hier haben wir also ein leeres Dokument in Form einer leeren Seite. In dem Fall sehen wir ja DIN A4. Die Ränder sind angezeigt. Ja, und zur Unterstützung der Arbeit finden wir hier rechts noch die Seitenleiste. Die klappt aus, zeigt uns also die Eigenschaften jetzt für den aktuellen Absatz an, beziehungsweise die aktuellen Zeichen. Das betrifft also die Stelle, an der der Schreibcursor blinkt. Hier können wir die Formatvorlagen einblenden, die Gallery mit den entsprechenden Symbolen und den Navigator, der uns hilft, in unserem Dokument zurechtzufinden. Insbesondere bei größeren Dokumenten ist der also sehr hilfreich. Hier können wir noch festlegen, was gerade angezeigt wird und anpassen. Ja, damit sind wir, was die Einführung betrifft, zunächst am Ende. Ich hoffe, dass das hilfreich war und dass jeder die Grundbegriffe zunächst also erstmal verstanden hat. Titelzeile, Menüzeile, Symbolleisten, Statuszeile, Seitenleiste, kann man jederzeit wieder abklappen, kann sie wieder öffnen, und den Arbeitsbereich. Wenn wir zum Beispiel fertig sind mit dem Dokument, das abgespeichert haben, können wir hier dann das Dokument schließen. Das Schließen funktioniert natürlich auch über das Menü. So viel also zur Einführung in die Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm LibreOffice Writer.